Hallihallöchen, ihr freshen Spackern, und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3. Und das sind diese kleinen Compi-Dinger oder so, wie man die nennt. Ich glaube, Compo, irgendwas, Gnatus, was weiß ich. Kann ich mir nicht merken. Der Name war auf jeden Fall irgendwie komisch. Was sehr viel aussagt. Das sieht hier immer noch sehr nach T-Rex aus. Und da haben wir ein Gitter. Es ist übrigens immer noch nachvertont, das heißt... Was heißt immer noch? Es ist vielmehr wieder nachvertont. Zurück können wir scheinbar nicht, aber da liegen Fackeln, die ich jetzt einsammle, obwohl ich sie eigentlich nicht brauche, weil ich so viel habe, dass ich sowieso nie wieder welche sammeln müsste, aber was soll's? Schauen wir uns mal um. Das sieht hier einfach so stark nach T-Rex aus. Boah, der kommt da doch gleich bestimmt um die Ecke oder so. Boah, dieses Terrain hier auch, ne? Junge, Junge. Und nochmal Fackeln und nochmal so ein Gitter. Wird wahrscheinlich alles später noch Sinn machen. Und, okay. Das sieht ein bisschen nach einem Nest aus. Und, okay, dahinter geht die Höhle nicht weiter. Der kommt doch garantiert, sobald ich das eingesammelt habe, ne? Ja, die Musik sagt es schon. Hallo. Soll ich ihm einen Namen geben? Ich weiß nicht. Nehmen wir mal die MP5. Oh Gott, ich hatte gehört, der Kampf würde schwer werden. Und wie gesagt, es ist nachvertont. Er ist auch schwer. Aber das sehen wir ja gleich. Wie schwer. Oh Gott. Leute, mit dieser Aufnahme ist übrigens alles schief gelaufen, was hätte schief laufen können, so ziemlich. Friss Blei! Er ist aber auch ein Schreihals, ne? Oh Gott. Oh Gott. Raketenwerfer. Mal die höheren Geschütze ausfahren, vielleicht bringt das ja was. Kippel! Na! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, 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 nö, 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 nö. Nö. Voll in die Eier, wollte ich schon sagen. Heilung, Heilung. Oh. Oh Gott. Nein! Nicht! Du wirst mich nicht fressen! Niemals! Das lass ich nicht zu! Nein! Untersteh dich! Na. Ja, so viel dazu. Alter, der ist echt hart. Ich habe das jetzt leider natürlich nicht, aber in der Aufnahme ist mir echt so die Pumpe gegangen bei dem Gegner. Das war echt krass. Jo, es ist alles schief gelaufen, was hätte schief laufen können. Denn wie gesagt, einmal muss ich nachvertonen, weil das Mikro war nicht aufgenommen. Und am Ende der Aufnahme, da werdet ihr das merken, hat das Spiel dann geruckelt wie sonst was. Oh, jetzt muss ich wieder diese kleinen Viecher töten. Als ob das nicht schon nervig genug wäre. Hätte mal sinnvoller speichern sollen, ne? Naja. Was soll's? Jedenfalls, genau, deswegen musste ich das Spiel dann auch schon vorher ausmachen. Und jetzt haben wir noch das Schnittprogramm, womit ich das wiedergebe, während ich das halt nachvertone, hat dann auch noch gestreikt, sodass ich jetzt erneut nachvertone. Also es ist nicht der zweite Anlauf, aber beziehungsweise ich konnte für den einen Part das noch verwenden. Wir haben eine Sumpfkarte, fällt mir auf. Ob die das für die Blätter war? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde das natürlich Sinn machen, wenn da die ganzen Blätter drauf ist und wo man drauf darf und wo nicht. Naja, hab ich natürlich nicht gewusst. Es hat uns ja auch keiner gesagt. Es hat ja keiner für nötig gehalten, uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir jetzt eine Sumpfkarte haben. Naja. Probieren wir den Granatenwerfer. Der ist nicht so zielsicher. Wollen wir ihn einen Namen geben, nennen wir ihn Hector. Hector ist böse. Hector ist ganz, ganz böse. Ein schlimmer Finger ist das, dieser Hector. Und ein ziemlich harter Bosskampf, muss ich so sagen. Naja, es ist ja kein Bosskampf. Er ist ja nicht am Ende des Levels, sondern vielmehr in seiner Mitte.
Und dann diese nervigen Dinger da, ne? Ich glaube auch nicht, dass wir die überleben lassen sollten, weil der T-Rex garantiert nicht auf die losgehen wird, sondern in jedem Fall auf uns. Und dann sind die für uns keine Ablenkung, sondern bedeuten einfach nur... Ja. Ja, von wo ist denn der T-Rex überhaupt bitte gekommen? Das macht doch gar keinen Sinn. Irgendwo... Der muss ja... Hä? Ich versteh's nicht ganz. Naja, aber okay. Sammeln wir das Dings etwa wieder ein? Ach, ich glaube, an der Stelle habe ich wieder ein Quicksave gemacht. So. Denn... Dann muss ich nicht nochmal diese Viecher dauernd killen. Das geht einem nämlich irgendwann ein bisschen auf die Eier. Müsste zugeben. So. Stirb! Wow! Renn! Dieses Terrain ist auch richtig scheiße zum Kämpfen. Möchte ich mal so sagen. Oh Gott, wo bin ich denn hier hingerannt? Das war ja total dämlich. Nein, Hector, sei doch nicht so... Schrei doch nicht so viel rum. Es ist ein sehr konzentrierter Kampf. Merkt man vielleicht. Ich springe weg. Nein! Nicht fest... Oh Gott, nein! Nicht dahin! Nein! 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 Denk nicht dran! Oh Gott! Nein! Oh Mann! Das ist, als ob der genau weiß, wo man lang geht. Ist voll fies. Mann, Hector. Wer hat dich erzogen, hä? War das der Typ hier? Musste er deswegen sterben? So, jetzt holen wir mal die ganz harten Geschütze raus. Denn wir sind männlich, deswegen spielen wir ja auch eine Frau. Ja. Frist! Ne, von hier können wir nicht so gut zielen, ne? Wir sehen auch nicht so gut, ob sie vernünftig... Ah, doch, jetzt. Stirb! Alter, wie viel der einsteckt einfach mal, ne? Wir schießen ihm einfach mal 3 Raketen in den Wanst und den interessiert das nicht mal. Treffen wir den überhaupt richtig? Wir könnten natürlich jetzt auch einfach da reingehen. Ich weiß nicht, ob er da hin kann. Was denn, wenn wir jetzt den Hebel ziehen? Hm. Also so die Erlösung war das ja jetzt nicht, ne? Ich glaube, der kann hier nicht hin. Leute, er kann hier doch hin. Das ist ja das Schlimme. Aber ich glaube, im Moment ist er nicht aufmerksam auf uns. Aber jetzt. Oder? Schon ein bisschen furchteinflößend, wie der da so Patrouille läuft. Kleines Medipack, man weiß ja nie. Und. Friss das und stirb! Du blöder Hector! Oh Gott. Und er kann er hier rein? Ich weiß es nicht. Ich glaube. Er kann rein! Ganz bestimmt kann er rein! Und... Oh Gott! Er hat zugebissen! Er hat die ganzen Raketen hat er überlebt! Jetzt hat sie zu den Pistolen gewechselt! Alle Raketen! 8 Stück waren das! Und dann juckt das nicht mal! Nein! Oh, Mann! Wie der läuft! Der kann man ja gar nicht vorweglaufen! Mann! So eine Scheiße. Okay. Jetzt aber richtig. Was nehmen wir denn diesmal? Nehmen wir mal gleich die MP5. Die kam mir recht treffsicher vor. Ich weiß nicht, ob wir mit diesen 8 Raketen ja auch wirklich immer so genau getroffen haben. Alter, jetzt ist er viel, kommt er viel schneller an. Da passt sich schon dem an, was wir tun. Jetzt renn! Oh nein, nicht dran festhaken. Die Sache ist ja die, wir könnten theoretisch auch einfach an dem vorbeirennen. Oh Gott, er ist jetzt schon hier. Aber er geht weg. Stirb!
So, erstmal noch angetäuscht, dass man kämpfen möchte. Jetzt renn! Und spring! Oh Gott. Jetzt ist er mad. Mad T-Rex. Nee, so mad scheint er gar nicht zu sein. Wenn er hier so im Kreis rennt. Doch, er ist so. Oh Gott. Nein! Oh, Junge! Oh, da ist ja noch einer! Was hat der denn jetzt hier noch verloren? Ich glaube, an der Stelle hätte ich direkt abhauen sollen. Hätte ich, glaube ich, auch können. Nein! Oh, dass der nicht zugebissen hat gerade. Das grenzt ja schon an ein Wunder. Nein! Nicht auf den! Siehst du nicht, wer hier der wahre Feind ist? Doch wohl nicht... Nein, nicht der Kleine, der Große! Nicht auf den Kleinen! Und wir sind tot, wir sind sowas von tot. Er hat ja noch gewartet, bis wir nicht mehr in der Luft sind, damit er uns dann wieder vom Boden schnappen kann. Meine Herren. Das ist ein richtig harter Kampf. Wir sind auf einen würdigen Gegner gestoßen. Der T-Rex hingegen nicht. Das wüsste er ja. Wenn er mit uns einen würdigen Gegner gehabt hätte. So. Diesmal ging das aber ruckzuck. Und. Oh Gott, da ist er schon. Renn! Oh Gott. Oh Mann. Wie soll man denn sehen, ob man da richtig steht oder nicht? Das geht gar nicht. Nehmen wir die Uzzis. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen beweglicher mit. Glaube ich aber auch nur. So ganz genau weiß ich das selber nicht. Jetzt bin ich auch noch reingelaufen. Also jetzt mal im Ernst. Das war der erbärmlichste Tod in der ganzen Aufnahme. Nehmen wir mal die MP5 wieder. Da waren wir eigentlich ganz gut mit. Wieso renne ich eigentlich jedes Mal dahin? Hier könnte ich doch auch ganz gut kämpfen, oder? Wie ist das hier mit dem Terrain? Nee, hier rutschen wir. Nicht so gut. Das ist nicht so gut. Oh, da kommt er schon. Aus welcher Reichweite wir die noch treffen können, ne? Boah, ja, richtig Schaden. Richtig Schaden. Schieß drauf, halt drauf. Halt. Oh Gott. Oh mein Gott. Nee. Ha, Leben. Großes Minipack, auf wie viele davon auch haben, ne? Voll unmenschlich. Schieß. Stirb, Hector. Und. Oh Gott, das Spiel leckt. Es leckt. Es ruckelt. Nee. Ist das deine Geheimwaffe, Hector? Ruckeln. Das geht ja gar nicht. Ja, an der Stelle hat das Spiel geruckelt wie sonst was. Alter. Was soll das? Ist das eine Verschwörung vom Spiel? Dass das ruckeln muss. Oh Gott, dieses Terrain. So kann man doch nicht zocken, so kann man doch auch nicht aufnehmen. Ah nein, es wird flüssiger. Ah, nee, es ist immer noch am Laggen wie sonst was. Oh Gott. Es ist die Geheimwaffe, weißt du? War das der Plan von Hector? Wenn er schon in den Tod geht, dann muss er das ganze Spiel schon mitnehmen. Oder was? Nee, finde ich nicht toll. Und Fraps zu pausieren hat ein bisschen was geholfen. Aber es fängt gleich auch schon wieder an zu ruckeln, glaube ich. Oh Gott! Er ist tot! Er ist tot! Und es ruckelt wie Sau und er nimmt das Spiel, wie gesagt, noch mit. Hätte er aber mal ganz machen sollen, anstatt meine Aufnahme zu vernichten, hätte er in die Zeit zurückreisen müssen und die Entstehung des Spiels verhindern müssen. Das hätte was gebracht. Nicht das, was er hier abzieht, hier meine Aufnahme kaputt machen. Vielleicht kam das aber auch nicht vom T-Rex, sondern einfach von Fraps, weil Fraps ist ja sowieso. Das wird noch ermittelt, ob der T-Rex oder, also ob Hector oder Fraps daran schuld sind. Naja. Wird wohl nie rausgefunden werden. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Tomb Raider 3. Bis dann. Ciao.